Anfang der 30er Jahre eröffnen kostengünstige und leicht zu bedienende Filmkameras auch dem Normalverdiener einen bis dahin verschlossenen Bereich. Das Filmen wird zum Freizeitvergnügen. Begeisterung rufen vor allem die im Jahre 1935 eingeführten 16mm Kodachrom-Farbfilme hervor, deren Farbechtheit bis heute verblüfft. Zu den Hobbyfilmern zählt auch der 15-jährige Götz Hirt Reger aus Leipzig. Sein Vater, Inhaber des bekannten Schulbuchverlages Georg Hirt Reger, hatte aus Amerika eine 35mm Kodak-Kamera mitgebracht und seine Leidenschaft an seinen Sohn Götz vererbt, der sich schnell als talentierter Schmalfilmer entpuppt. Götz Interesse gilt neben dem Filmen allen technischen Dingen. Inspiriert durch den Hörnumer Hafen, in dessen Nähe die Familie ein Ferienhaus besitzt, bastelt er aus Kupferplatten, Scheibenwischermotoren und Märklin-Elementen Schiffe, die er in einem selbstgebauten Versuchsbecken testet. Nach seinem Abitur im Jahr 1939 verbringt Götz mit seiner Familie einen gemeinsamen Urlaub in den Bayerischen Alpen, den er mit seiner neuen 16mm Kodak-Kamera festhält. Während die Familie die unbeschwerten Ferientage genießt, überschlagen sich auf der politischen Bühne die Ereignisse. Die Umstände verändern auch Götz' Leben schlagartig. Doch wohin es ihn auch verschlägt, seine Kodak-Kassettenkamera und einen Vorrat an Filmen hat er immer im Gepäck. Götz Hirt Reger wird auf diese Weise zum Chronisten der Ereignisse. Seine Filme, die den Krieg unbeschadet überstanden haben, zählen zu den wichtigsten Filmschätzen aus der Zeit des Dritten Reiches. Am 22. April 1940 wird Götz zum Reichsarbeitsdienst in ein Lager in Freiburg in Schlesien eingezogen. Der aus der Jugendbewegung der 20er Jahre hervorgegangene Freiwillige Soziale Arbeitsdienst wurde am 26. Juni 1935 zur sechsmonatigen Dienstpflicht für alle Männer zwischen dem 18. und dem 25. Lebensjahr ausgeweitet. Bei Kriegsbeginn im September 1939 dienten bereits 300.000 Männer in den Reihen des Reichsarbeitsdienstes. Die Aufgaben des Arbeitsdienstes, der organisatorisch nicht der NSDAP unterstellt ist, sind vielfältig. Neben Forst-, Kultivierungs-, Deichbau- und Entwässerungsaufgaben werden die Männer auch beim Bau der Reichsautobahn und des Westwalls eingesetzt. Im Laufe des Krieges verändern sich die Aufgaben. Die Angehörigen des Arbeitsdienstes werden an Waffen ausgebildet und im infanteristischen Abwehrkampf eingesetzt.
Doch davon ist im April 1940 noch keine Rede. Nach der Grundausbildung wird die Einheit von Freiburg in das besetzte Polen verlegt. Mit dem Zug geht die Fahrt nach Kazimierz an der Weichsel. Götz-Hirt Reger hält die Reise mit einem Kodak-Farbfilm fest. Über Kamienna, wo der Transport einen Zwischenstopp einlegt, geht es weiter nach Radom. Hier haben die Kämpfe des zurückliegenden Feldzuges gegen Polen unübersehbare Spuren hinterlassen. Hirt Reger filmt die ersten Kriegsschäden. Über die Weichsel geht es nach Deblin, wo der Zug noch einmal einen Zwischenstopp einlegt. Zeit für eine schnelle Wäsche und eine Zigarette. Wenig später ist Kazimierz erreicht. In einem alten Herrenhaus am Rande der Stadt beziehen die Männer Quartier. Ein erster Blick über die Weichsel. Kazimierz, 40 Kilometer westlich von Lublin am östlichen Weichselufer gelegen, ist vor allem wegen der historischen Altstadt bekannt. Die beiden berühmtesten Bürgerhäuser sind dem heiligen Nikolaus und dem heiligen Christophorus geweiht. Das historische Judenviertel am Rande von Kazimierz. Die alten Häuser werden wenig später dem Erdboden gleichgemacht. Neben dem Dienst blieb Zeit für die Erkundung der Umgebung, die von alten Festungsanlagen und Wehrtürmen geprägt ist. Die Ausbildung an der Waffe gehört zu dieser Zeit bereits zum Dienstprogramm des Reichsarbeitsdienstes. Zum eigenen Schutz sind die Männer mit Karabinern ausgerüstet. Sonnenwendfeier. Altgermanischen Bräuchen wurde im Nationalsozialismus ein hoher Stellenwert eingeräumt. Kurz vor Entstehung dieser Bilder hatte Frankreich kapituliert. Die Wehrmacht kontrolliert halb Europa. Polen, Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlande und Frankreich sind besetzt. Viele Soldaten glauben, dass damit die Kämpfe beendet sind. Sie können nicht ahnen, dass Hitler sich bereits intensiv mit neuen Feldzügen auseinandersetzt. In den wenigen erhalten gebliebenen Tagebuchaufzeichnungen von Götz-Hirt Reger finden sich zu diesen Bildern folgende Eintragungen. Da ich sämtliche Führerscheine besitze, werde ich in die Kfz-Abteilung des Arbeitsdienstes versetzt. Ich werde eingesetzt, um neue NAG Büssing-Lastkraftwagen für unsere Abteilung aus dem RAD-Zeuglager Körbelitz bei Magdeburg abzuholen und nach Warschau zu bringen. Auf diese Weise komme ich rum und lerne vieles dazu. Die Fahrt über die neue Reichsautobahn spart viel Zeit.
Wenig später notiert er: Unser Lager in Kasimirs vergrößert sich. Die Lagerführung verfügt jetzt auch über dienstverpflichtete jüdische Arbeitskräfte, die für Erdarbeiten eingesetzt werden. Bei einer seiner Überstellungsfahrten dreht Herr Träger diese Aufnahmen aus dem besetzten Warschau, der unzerstörte Hauptbahnhof von Warschau. Straßenszenen aus der polnischen Hauptstadt. Ruinen der Zitadelle, die von der Härte der zurückliegenden Kämpfe zeugen. Warschau hatte sich lange erfolgreich gegen die Wehrmacht verteidigt. Am Morgen des 16. September brachte ein deutscher Parlamentarier ein Ultimatum zu den polnischen Linien, in dem der Kommandant der Stadt zur bedingungslosen Übergabe innerhalb von 6 Stunden aufgefordert wurde. Andernfalls würde man die Stadt als Festung behandeln. Der polnische Kommandant, der die Stadt in den zurückliegenden Tagen durch Panzergräben, Barrikaden und Verteidigungsanlagen gesichert hatte, lehnte die Annahme des Ultimatums ab. Kurz vor Mitternacht rief ein zweites Ultimatum, das über den Rundfunk verbreitet wurde, die Verantwortlichen auf, gegen 22 Uhr Parlamentäre zu den deutschen Linien zu schicken. Auch diese Parlamentäre blieben aus. Auch der Abwurf von Flugblättern brachte keinen Erfolg. Am 26. September begann nach einem Trommelfeuer der deutschen Artillerie der Sturmangriff. 24 Stunden später war Warschau gefallen. Die Zahl der Toten und Verletzten, darunter auch zahlreiche Zivilisten, lag bei rund 40.000. Für die Beseitigung der Trümmer werden polnische Juden zwangsverpflichtet. Genau an dieser Stelle sollte wenig später das Warschauer Ghetto entstehen. Letzte Aufnahmen aus Polen. Über Radom führt der Weg zurück nach Kazimierz. Ein letzter Baueinsatz in der Nähe von Pulawi. Dann wird Herr Träger aus dem Reichsarbeitsdienst entlassen. Oktober 1940. Herr Träger ist zur Wehrmacht einberufen worden. Seine Grundausbildung absolviert er bei der Panzeraufklärungsersatzabteilung Nummer 3. Die Einheit ist in der Schliefenkaserne bei Stahnsdorf in der Nähe von Berlin stationiert. Geübt wird mit ausgemusterten 4- und 6-Rad-Spähpanzern und französischen Beutefahrzeugen vom Typ Ponard. Feldwebel Gürlich war ein gefürchteter Ausbilder, der die Rekruten bei jedem Wetter schliff. Die im Winter 1940 und Frühjahr 1941 entstandenen Farbaufnahmen geben einen unverstellten Einblick in die Atmosphäre dieser Zeit und den Alltag deutscher Soldaten.
Wenig später wird die Einheit auf den Truppenübungsplatz Putlos in Holstein verlegt, wo sie mit ausrangierten Fahrzeugen im scharfen Schuss übt. Frühjahr 1941, die Grundausbildung ist abgeschlossen, erhält Götz Hirträger noch einmal Heimaturlaub. Er nutzt die Zeit, um seinen Vater auf einer Geschäftsreise nach Dresden zu begleiten. Bei dieser Gelegenheit entstehen einige Aufnahmen der Stadt, die wenige Jahre später, im Februar 1945, ein Opfer alliierter Bomberflotten werden sollte. Diese Aufnahmen sind die einzigen bekannten Farbfilmszenen des unzerstörten Dresdens und daher von besonderer Bedeutung. Nach seiner Rückkehr wird die Einheit auf den Truppenübungsplatz Ortruf bei Arnstadt überstellt, wo die 20. Panzerdivision aufgestellt wird. Die Division wird mit Beutewaffen, in der Mehrzahl französische Bonnard-Fahrzeuge und tschechische Panzer ausgerüstet. Hirträger wird zum Morsefunk ausgebildet. Um den Kontakt zur Leitstelle halten zu können, fuhr in jedem Kampfwagen ein ausgebildeter Funker mit. Der Funkkontakt der einzelnen Panzer untereinander und zum Wagen des führenden Offiziers sollte sich im späteren Kampf gegen die Panzer der Roten Armee als wichtiger Vorteil erweisen. Der 10,5 Tonnen schwere Panzer-Spähwagen besitzt eine halbautomatische 2,5 cm Kanone für Vollmantelgeschosse und einen 105 PS Motor. Das Getriebe verfügt über 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge. Das Fahrzeug ist auch von unten gepanzert und bietet größtmöglichen Schutz gegen Minen. Als Maschinengewehre dienen tschechische oder französische Beutewaffen. Bei dieser Gelegenheit filmt Hirträger die Bergung seines verunglückten Panzerspähwagens vom Typ Bonnard. Auf nassen Böden zeigt der Bonnard seine schlechte Geländegängigkeit. Die Wagen sinken leicht ein und sind nur schwer aus dem Morass zu befreien. Eine weitere Schwachstelle ist die anfällige Kupplung. Die Reparatur ist mühselig, denn zum Wechseln muss jedes Mal der gesamte Motor ausgebaut werden. Die Funkwagen der Division sind mit deutschen Geräten ausgerüstet, die in Erfurt eingebaut wurden. Zu dieser Zeit verdichten sich bei der Wehrmacht die Gerüchte über einen möglichen Militärschlag gegen die Sowjetunion. Die militärische Aufrüstung der Roten Armee und die Verlagerung starker Truppenkontingente in Richtung deutsche Grenze ist trotz strengster Geheimhaltung nicht unentdeckt geblieben. Vor allem der Bau zahlreicher neuer, in unmittelbarer Nähe der deutsch-sowjetischen Grenze liegender Flugplätze ist ein offenes Geheimnis. Bei einem Treffen des deutschen Generalstabes am 14. Mai weist Hitler auf die aktuelle Entwicklung und eine unmittelbar bevorstehende sowjetische Offensive hin,
der man unbedingt durch eigenes Handeln zuvorkommen müsse. Tag und Nacht rollen deutsche Bahntransporte in Richtung Russland, um Menschen und Material in die Ausgangsstellungen zu bringen. Am 16. Juni 1941 ergeht auch an die 20. Panzerdivision der Marschbefehl nach Lötzen in Ostpreußen. Über Berlin führt der Transport in Richtung Osten. Auf dem Weg kommt dem Transportzug die S-Bahn nach Berlin-Nikolassee entgegen. In Ostpreußen fahren die Spähwagen umgehend an die Grenze. Die letzten Aufnahmen vor dem großen Feuerschlag im Osten. Hirt Regers Abteilung liegt getarnt in einem kleinen Waldstück in Bereitstellung. »22. Juni 1941. Der Krieg gegen die Sowjetunion hat begonnen.« Die selbstgemalte Karte zeigt den Weg der Einheit. Auf dem Gebiet des ehemaligen, von den Sowjets im September 1939 besetzten Ostpolen geht es über Suwalki und Kalvaria nach Osten. Da die Abteilung vorausgehenden Schützenregimentern folgt, bleiben direkte Feindkontakte zunächst aus. Götz Hirtreger ist vom ersten Tag des Feldzuges als Funkaufklärer im Einsatz. Noch besitzt er einige der wertvollen Farbfilme, mit denen er die Ereignisse des Vormarsches festhält. Der erste Feindkontakt. Eine russische Fliegerbombe ist neben Hirtregers Spähwagen explodiert. Einen PKW hat es voll erwischt. Gefangene Rotarmisten werden eingesetzt, um den Sprengkrater wieder aufzufüllen und die Vormarschstraße befahrbar zu machen. Auch diese Rotarmisten sind von der Wucht des deutschen Vormarsches überrascht worden und haben sich ergeben. Für sie ist der Krieg beendet. Stau auf einer Vormarschstraße. Das russische Wegenetz ist ausgesprochen schlecht. Nur die wenigsten Straßen sind ausgebaut. Über sie rollt der gesamte Vormarsch gen Osten. Neben der Rollbahn stehen defekte französische Beutelastwagen. Sie sind den schlechten Straßenverhältnissen nicht gewachsen und wurden aussortiert. Jede Gelegenheit zum Schlaf wird genutzt. Die Motorhaube des Bonnard ersetzt das Bett. Leutnant Bahr sind die Anstrengungen der letzten Tage ins Gesicht geschrieben. Weiter geht der Vormarsch über die staubigen Straßen. Im Hintergrund brennende Gehöfte, die im Nahkampf erobert werden müssen.
die getarnte Abteilungshauptfunkstelle am Rande der Rollbahn. Ein Fiesler Storch im Einsatz. Das wendige Flugzeug wird vor allem zur Luftaufklärung eingesetzt. Rast während einer Spähfahrt in einem landestypischen Bauernhof. Gefangene Rotarmisten gehören inzwischen zum Alltag. Inmitten der Gewalt, ein Bild wie im tiefen Frieden. Am Rande der Straße bestellt ein Bauer sein Feld. Am 26. Juni ist Janina erreicht. In dem kleinen Ort bezieht die Abteilung für einige Tage Quartier. Trotz der großen Anfangserfolge ist der russische Widerstand nicht gebrochen. Aufnahmen von Bombentreffern und Einschlägen russischer Artillerie am Horizont. Entstanden bei einem Einsatz der Panzerspähwagen im Raum Schitki. Die Gegenwehr zu brechen, greifen deutsche Schlachtflieger in die Bodenkämpfe ein. Frische Gräber an den Vormarschwegen zeugen von den hohen Verlusten, die auch die deutsche Seite erleidet. Aufnahmen des Kompaniefriedhofs der Aufklärungsabteilung bei Toropjez. Eine Instandsetzungsstaffel bei der Reparatur der Spähwagen. Der hohe Verschleiß erfordert immer häufiger den Einsatz der Mechaniker. Wenn die notwendigen Ersatzteile fehlen, wird der am schlechtesten erhaltene Spähwagen ausgeschlachtet. Die Teile werden genutzt, um die übrigen Fahrzeuge wieder fahrtüchtig zu machen. Ein typischer Ziehbrunnen irgendwo im Nichts. Idyllische Bilder, die schnell über die raue Wirklichkeit hinwegtäuschen. Intakte Kirchen, wie hier in der Nähe von Toropjez, sind eine Seltenheit. Die meisten werden von den russischen Kommunisten zu Schweineställen und Lagerhallen umfunktioniert. Marschpausen werden genutzt, um Briefe nach Hause zu schreiben.
Kontakt mit der Heimat ist für alle Soldaten wichtig. Die von Hirträger gefilmten Kameraden sind wenig später gefallen. Fahrt in die neuen Bereitstellungsräume. Der Lastwagen mit der Aufschrift B gehört zu einer Betriebsstoffversorgungseinheit. Deutsche Kampfwagen vom Typ Panzer III rollen an die Hauptkampflinie. Aufnahmen südlich der Waldeihöhen. Auf den Feldern reift das Getreide. Frauen bringen die Ernte ein. Stolz wird eine erbeutete Flagge der Roten Armee präsentiert. Hirträger filmt nicht nur militärische Szenen. Sein persönliches Interesse gilt vor allem dem Alltag und den Lebensumständen der russischen Landbevölkerung. Die frühere russisch-polnische Grenze ist erreicht. Brennende Holzhäuser markieren den Rückzugsweg der Roten Armee. Um den weiteren Vorstoß der deutschen Armeen zu erschweren, hatte Stalin befohlen, alle Siedlungspunkte entlang der Vormarschstraße zu zerstören und die bestehende Infrastruktur radikal auszulöschen. Diese Aktionen wurden auf ausdrücklichen Befehl Stalins von sowjetischen Jagdkommandos in deutschen Beuteuniformen durchgeführt. Diese Sonderkommandos hatten den Befehl, Zivilisten überleben zu lassen, damit diese später über die deutschen Gräueltaten berichten konnten. Ein Schachzug, der den Hass der Bevölkerung gegen die Wehrmacht steigern sollte. Stalins Überlegungen kamen nicht von ungefähr, denn an vielen Orten wurden die deutschen Soldaten von der Zivilbevölkerung als Befreier begrüßt. Diese Einstellung ist nur zu verstehen, wenn man sich klar macht, wie rücksichtslos die russische Landbevölkerung von den Bolschewiki ausgeplündert worden war. Bauernsöhne wurden zwangsweise in die Rote Armee gepresst, das Land zwangskollektiviert und die willkürlich festgelegten Abgaben mit Waffengewalt eingetrieben. Jeder Versuch, sich gegen die bolschewistische Ausplünderung zu wehren, wurde mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Allein in den Jahren 1921 und 22 verhungerten in der Sowjetunion mehr als 5 Millionen Bauern. Zwangsvertreibung, Deportationen und Massenerschießungen taten ein Übriges, um den Hass der Landbevölkerung auf die bolschewistischen Machthaber weiter zu schüren. Als die Wehrmacht in die Ukraine einmarschiert, erhoffen sich die Menschen ein Ende des sowjetischen Jochs. Sie können nicht ahnen, dass ihr Traum von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung in Hitlers Plänen keinen Platz hat. Verleihung des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse, das mit Stolz getragen wird. Thank you.
August 1941. Nach einer kurzen Ruhepause im rückwärtigen Gebiet, bei der die Abteilung durch Ersatz aus der Heimat aufgefrischt wird, geht es zum nächsten Einsatz gegen die gut ausgebaute Stalinstellung. Die gut ausgebauten Knüppeldammwege lassen erahnen, wie die Straßen nach den kommenden Herbstregen aussehen werden. Hirt Reger filmt bei Spähfahrten in vorderster Linie. Lebensgefährliche Aufgaben, die viele Soldaten mit ihrem Leben bezahlen. Ein Volltreffer zerstört Hirt Regers Spähwagen. Der Fahrer findet den Tod. Bilder, die bei vielen deutschen Soldaten auf Unverständnis stoßen. Ermordete Juden, denen vorgeworfen wurde, gegen die deutsche Wehrmacht gehetzt zu haben. Langsam neigt sich der Sommer seinem Ende zu. Im Osten beginnt es zu regnen. Der nicht enden wollende Herbstregen verwandelt das Land in einen Brei aus Schlamm und Matsch, in dem ein Weiterkommen immer schwieriger wird. Straßen werden unpassierbar, Bäche verwandeln sich in reißende Flüsse, Brücken brechen in sich zusammen. Die Soldaten sehen sich jeden Tag mit neuen Problemen konfrontiert. Der Regen der zurückliegenden Tage hat den Untergrund vollkommen aufgeweicht. Die Vormarschstraßen sind verschlammt und unpassierbar. Die schweren Fahrzeuge versinken bis zu den Achsen im schmutzigen Brei. Jeder Schritt wird zur Qual. Ende September 1941. Die Kirche in Maloyaroslavets. Unter den Bolschewiki war sie zu einer Lagerhalle zweckentfremdet worden. Versammlung deutscher Soldaten auf einem Marktplatz. Am Rande des Platzes ist ein Galgen errichtet, unter dem bereits die Delinquenten auf die Vollstreckung warten. Die berühmte russisch-orthodoxe Kirche in Smolensk. Im Vorfeld des geplanten Feldzugs gegen Moskau beziehen Hirt Reger und seine Kameraden Quartier in Smolensk. Die Operation zur Einnahme Moskaus, die sogenannte Operation Taifun, ist auf den 2. Oktober festgelegt. Das typische Bild eines zerstörten russischen Dorfes. Aus den Ruinen der verbrannten Holzhäuser ragen nur noch die gemauerten Kamine wie anklagende Mahnmale in den wolkenverhangenen Himmel. Die Wirtin des Hauses, in dem Hirt Reger einquartiert ist. Ein paar Brocken Russisch, ein paar Worte Deutsch. Man arrangiert sich und rückt zusammen. Viele Soldaten teilen ihre Rationen mit ihren Wirtsleuten, die ihrerseits mit Kartoffeln, Zwiebeln und Gurken den Speiseplan bereichern. Mitte Oktober, viel früher als erwartet, fallen an der Ostfront die ersten Schneeflocken vom Himmel. Der Großteil der deutschen Wehrmacht ist darauf in keiner Weise vorbereitet. Es fehlt an warmer Kleidung, Stiefeln und der technischen Ausrüstung für einen Winterkrieg.
Der deutsche Vormarsch beginnt zu stocken. Sofern es der militärische Alltag zulässt, kümmern sich die Soldaten um die Aufbesserung des oft eintönigen Speiseplans. Fischfang mit 3-Kilo-Ladungen, im Soldatenjargon Granatfischen genannt. Der Erfolg ist unübersehbar. Findige Köpfe richten sofort eine Fischbraterei ein und beginnen mit dem Räuchern der Beute. Ein abgeschossenes sowjetisches Jagdflugzeug erregt die Aufmerksamkeit der Infanteristen, die jedes Detail begutachten. Zum Schutz vor sowjetischen Tieffliegern nebeln sich die deutschen Fahrzeuge ein. Noch können sie in die Kämpfe eingreifen, doch bald werden sie den eisigen Temperaturen von bis zu 50 Grad minus ihren Tribut zollen. Das Öl in den Motoren friert ein und macht jede Bewegung unmöglich. Doch bis dahin sollten noch einige Wochen vergehen. Die langgezogenen Fronten erschweren zunehmend die reibungslose Lieferung des dringend nötigen Nachschubs. Eisenbahnverbindungen sind eine Ausnahme. In der Regel müssen Munition, Lebensmittel, Personal und Benzin von Flugzeugen oder per LKW in die vordersten Linien gebracht werden. Mitte Oktober haben sich die deutschen Spitzen weit auf Moskau vorgekämpft. Zwischen Bryansk und Wjasma haben die Panzerverbände einen riesigen Kessel gebildet, in dem 55 Divisionen der Roten Armee aufgerieben werden. Eine Aufnahme 70 Kilometer vor Moskau. Noch geht es vorwärts, doch der Widerstand der Roten Armee wird von Tag zu Tag stärker. Panzersperren und das Wrack eines abgeschossenen deutschen Panzers zeugen von der Härte der Kämpfe. Wenig später ist Maloyaroslawetz südwestlich von Moskau erreicht. Um die beißende Kälte zu überstehen, quartieren sich die abgekämpften Männer in russischen Bauernhäusern ein. Inzwischen hält der Winter das Land in seinem eisigen Würgegriff gefangen. In manchen Frontabschnitten liegt der Schnee meterhoch. An schnelle Bewegung ist nicht mehr zu denken. Das Kloster von Terjajewo mit seinen berühmten goldenen Kuppeln, das die Deutschen zu einem Lazarett umfunktioniert hatten, um die wachsende Zahl an Verwundeten versorgen zu können. Klin, nordwestlich von Moskau, ist erreicht. Die russische Hauptstadt liegt zum Greifen nah.
Klin ist der Punkt, an dem deutsche Soldaten am tiefsten nach Russland eingedrungen sind. Nie wieder werden sie so weit nach Osten vorstoßen. Noch immer werden große Mengen von Gefangenen gemacht. Sie gehen einem ungewissen Schicksal entgegen. Da sie an der Front nicht versorgt werden können, müssen sie oft tagelang marschieren, um die Sammellager in den rückwärtigen Gebieten zu erreichen. Tausende überleben diese Strapazen nicht. Die Offensive läuft sich fest. Es fehlt an Nachschub und frischen Divisionen. Die Zahl der deutschen Gefallenen ist auf über 150.000 Mann gestiegen. Den Vorschlägen seiner Generäle, die erschöpften Truppen auf rückwärtige Linien zurückzunehmen, begegnet Adolf Hitler mit einem rigorosen Haltebefehl. Unter persönlichem Einsatz der Befehlshaber, Kommandeure und Offiziere ist die Truppe zum fanatischen Widerstand in ihre Stellungen zu zwingen, ohne Rücksicht auf durchgebrochenen Feind in Flanke und Rücken. Am 19. Dezember übernimmt Hitler den Oberbefehl über das Heer. In einem Tagesbefehl versichert er seinen abgekämpften Männern: Als Soldat vieler Weltkriegsschlachten bin ich mit euch auf das Engste verbunden im Willen zum Sieg. Sein Appell und die Angst der Soldaten, in sowjetische Kriegsgefangenschaft zu geraten, lassen das Unmögliche möglich werden. Mit letzter Kraft krallen sich die deutschen Armeen in den gefrorenen russischen Boden und bringen die sowjetische Offensive zum Stehen. Das Weihnachtsfest 1941 feiert Herr Dreger mit seinen Kameraden in einem Ort namens Russa. Einige Holzkarten und eine kleine Kirche im Niemandsland der russischen Weite sind für ein paar Tage die Heimat der übermüdeten Männer. Für Ruhepausen bleibt nur wenig Zeit. Wegen der hohen Verluste an Kampfwagen werden die Panzerbesatzungen als Infanteristen eingesetzt. Da Schneehemden fehlen, sind sie in ihren schwarzen Uniformen ein leichtes Ziel für die sowjetischen Scharfschützen. Erst Mitte Januar 1942 hat sich die Lage so weit beruhigt, dass Hitler der Heeresgruppe Mitte die Erlaubnis erteilt, die am stärksten gefährdeten Abschnitte der Front auf rückwärtige Linien zurückzunehmen. Reserven werden herangeführt und warme Winterkleidung aus der Heimat an die Truppe verteilt. Die Winterkrise ist gemeistert. Endlich können auch die deutsche Luftwaffe und die Panzer wieder in die Kämpfe eingreifen und die eigenen Bodentruppen entlasten.
Mit bloßem Auge sind die abgeschossenen russischen T-34-Panzer und die fliehenden Rotarmisten unmittelbar vor der deutschen Hauptkampflinie auszumachen. Die Bilanz des zurückliegenden Kriegsjahres ist erschreckend. Neben 200.000 Toten fallen rund 110.000 Soldaten durch schwere Erfrierungen aus. Fast 15.000 verlieren durch anschließende Amputationen Arme und Beine. Auch Hirträgers Einheit ist schwer getroffen. Ihre Kampfkraft ist auf 25% der ursprünglichen Größe gesunken. Der Ausfall der Fahrzeuge ist katastrophal hoch und macht einen weiteren Einsatz in Russland unmöglich. Bewegung ist nur noch mit Hilfe der kleinen und zähen russischen Panjepferde möglich. Holzschlitten siegen über moderne Technik. Schwere Geschütze feuern auf feindliche Flugzeuge. Nach einer kurzen Zeremonie, bei der mehrere Panzerbesatzungen mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet werden, beginnt am 15. März 1942 die Rückfahrt in die Heimat. In den blutigen Kämpfen vor Moskau wurde Götz Hirträgers Einheit aufgerieben, er selbst schwer verletzt in ein Berliner Lazarett verlegt. Während seiner Genesungszeit wird aus seinem Hobby militärischer Alltag. Sein filmerisches Können findet Anerkennung. Götz Hirträger absolviert einen Lehrgang für Filmberichterstatter und beendet die Ausbildung im Winter 1942-43 mit einem Abschlussfilm über die Herstellung von Süßwaren im Hause Sarotti. Wenig später ist sein neuer Stellungsbefehl eingetroffen. Hirträger soll als Filmberichterstatter für die Deutsche Wochenschau an die Ostfront zurückkehren.